einmal ohne Mikrofon. Ruhe! Ich hoffe, dass ich noch lauter sprechen muss, ihr mich alle trotzdem versteht. Die Technik hat heute einen kleinen Defekt. Deshalb machen wir das heute mal ein bisschen provisorisch. Ich begrüße recht herzlich den Sportfreund Spitz, den Trainer unserer Gäste der HSG Wolf 2000. Den Co-Trainer wie immer hier aus Mario Kühne. Und heute als Spieler mit zur Pressekonferenz bzw. zum Trainergespräch da rechts außen. Der Kleinste auf dem Platz, auf dem Feld, schon immer gewesen, von der E-Jugend bis jetzt in der Erste. Gut, hat sich immer mit Maus gestritten, wer es war. Kleine Heile. So, liebe Sportfreunde, werte Gäste, zuerst möchte ich mich mal, glaube ich, im Namen aller bedanken bei der HSG Wolf 2000 für dieses geile Spiel, was wir heute gesehen haben. Leider mit einem unglücklichen Ende. Für uns stimmungsmäßig ist das halt so. Leider mit einem glücklichen oder einem unglücklichen Ende für die HSG Wolfen. Ich möchte auch gleich mit der HSG Wolfen anfangen. Sportfreund Spitz, nach der ersten Halbzeit, ich habe nicht gedacht, dass Hermsdorf hier heute noch gewinnen kann. Muss ich ganz ehrlich sagen, wie schätzt du jetzt konkret erstmal die erste Halbzeit ein? Was hat Porto alles wie richtig gemacht? Ja, erstmal schönen guten Abend. Ich sag mal so, Hermsdorf kann erstmal jubeln, wir müssen drauf vortragen bis nächste Woche. Wenn man die erste Halbzeit sieht, ist alles aufgegangen. Wir haben eine sehr offensive, aggressive 5-1-Abwehr gestellt, damit hatte Hermsdorf Probleme. Anfang der zweiten Halbzeit bis zum 16-12 sah es relativ gut aus und dann entwickeln wir eigentlich nicht mehr in der Abwehr diese Spannung nach vorne. Und vorne im Angriff, muss ich sagen, fehlt dann auch die Stabilität, also die Durchschlagskraft aus dem Rückraum. Lutz Lindner hat in der letzten Woche noch überragend gespielt, im Rückraum nichts gemacht, heute natürlich komplett untergetaucht. Jan Bernhard, unser zweiter Werfer, geht zu viel Aktionen gegen die Hand, was normalerweise seine Stärke zur Hand ist. Und damit nehmen wir uns natürlich im Angriff viele Möglichkeiten. Hermsdorf kommt ran, ich dachte, physisch sprechen sie ein, aber aufgrund der Tore, die sie machen, pushen sie sich hoch. Und pushen sich letztendlich durch und wir finden keine Strukturierung, keine Orientierung mehr, um das Spiel tatsächlich zu drehen. In der Endphase, gut, wäre es vielleicht theoretisch auch noch möglich gewesen, die eine Aktion, wo ich sage, es ist ein Stürmerfoul, wird nicht gepfiffen, vor einem Mann kommt noch eine Aktion, aber in der Endphase auswärts muss man damit rechnen, wenn es dann so steht. Und am Ende müssen wir uns selbst den Hut aufsetzen und sagen, wir haben in der zweiten Halbzeit kein gutes Spiel mehr gemacht und haben vor allem im Angriff fast 10 Minuten kein Tor gemacht. Und das war ausschlaggebend, dass die Wende eingeleitet wurde und Hermsdorf vielleicht am Ende tatsächlich die 2 Punkte verdient gewonnen hat. Dankeschön. Ihr habt in der ersten Halbzeit auch, muss ich sagen, sogar, was eigentlich ein bisschen atypisch ist, durch euren Torwart, der richtig gute Bälle aufgehalten hat in der ersten Halbzeit. Und du sagtest selber schon, ist es dann eine Frage der Kraft auch gewesen in der zweiten Halbzeit? Weil ihr habt ja auch viel gewechselt. Der Neimann war draußen, der Vierer war draußen, der Fünfer war nachher draußen. Ja, ist das eine Frage der Kraft oder war das einfach nur eine taktische Frage? Ich sag mal so, die Mannschaft ist eigentlich physisch ganz gut drauf. Wir haben in den letzten Wochen ein paar kleine Probleme gehabt. Wir haben also 4 Spieler nicht vollständig zum Training gehabt. Das heißt, durch Verletzungen bzw. Studieneinsatz wurde der Trainingsprozess unterbrochen. Und bei den Leuten merkt man im Prinzip auch, dass sie ein bisschen Nachholbedarf haben, also auch von der Physis her. Reik Baum war eigentlich ein Spieler, der kaum trainiert hat in der letzten Zeit, also in den letzten 14 Tagen. Kass überhaupt nicht trainiert, nur am Wochenende aufgelaufen, bringt eine überragende Leistung wieder. Ich will damit sagen, er ist eiskalt, er ist ein Straßenhandballer, aber er geht da durch und einige andere Spieler haben eben Probleme. Ich meine, letztendlich sehe ich es nicht konditionell, mehr psychisch. Wenn dann kritische Situationen kommen, wenn die Konzentration normal nochmal da sein muss, dann fällt die Jalousie und man lässt sich dann durch die äußeren Rahmenbedingungen zu stark beeinflussen und verliert die Orientierung. Das ist das Problem bei uns momentan. Dankeschön. Wir gehen mal weiter. Ich brauche mal heute nicht gleich einen Co-Trainer. Ich möchte ganz einfach mal Heile die Frage stellen. Du persönlich, aus deiner Sicht als Spieler, wie hast du das heutige Spiel gesehen? Erste Halbzeit, zweite Halbzeit. Was war, ich sage ganz einfach mal positiv, was war negativ? Wie schätzt du das selber ein, Heile? Ja, erstmal schönen Dank an das Publikum, das uns wieder wunderbar unterstützt hat. Und erste Halbzeit haben wir nicht das umgesetzt, was uns die Trainer die Woche über gesagt haben, beziehungsweise was wir besprochen hatten, beziehungsweise auch vor dem Spiel geredet haben. Und Wolfen, die haben das eiskalt ausgenutzt. Wir waren nicht an den Leuten dran. Wolfen hat gut gekreuzt, hat sich die Tore hart erarbeitet und
wollte in der ersten Halbzeit, sie wollte mehr als wir. Deswegen kamen wir auch immer ins Hintertreffen, beziehungsweise, ich glaube, bis zum 8-8 oder so. Oder 9-9. Und dann hat sich Wolfen, glaube ich, mit zwei, drei Toren abgesetzt. Und wir hatten im Angriff nicht das Mittel gefunden, was uns die Trainer wiederum gesagt hatten, mit Auflösen, mit Einläufern zu arbeiten. Und das haben wir dann in der zweiten Halbzeit natürlich dann umgesetzt. Also da war natürlich die Halbzeitansprache auch ordentlich gewesen, aus meiner Sicht. Und ja, ich denke mal, wir vom kämpferischen her waren wir in der zweiten Halbzeit, ich denke mal, sogar stärker als Wolfen. Also mindestens gleichwertig. Also wir wollten dann mehr. Und als der Slappi dann reinkam für den Petter, hat zwei, drei ganz starke Aktionen gehabt, was auch Tore sein können oder eigentlich Tore sind. Und das hat uns dann halt ins Vordertreffen gebracht. Ja, und was ist in deinem Kopf vorgegangen, wenn das jetzt noch so ein bisschen nachvollziehen kannst? 11:14, du läufst ein Konter kurz vor der Halbzeit. Ja, muss rein. Danke. Das hat eigentlich Spieler gemacht. Mario. Dankeschön, Heide. Mario, ich hatte es schon im Sport von Spitz gesagt. Ich habe ehrlich gesagt oben gestanden, ich habe gedacht, 14 Halbzeit. Da brennt heute nichts mehr an. Wolfen war eigentlich in allen Belangen zu stark, hat eine ganz andere Körpersprache auch. Was war für dich der entscheidende Punkt oder die entscheidenden Punkte, dass ihr in der zweiten Halbzeit dann doch noch über den Kampf zum Spiel gefunden habt und wie sind dann eure Vorgaben umgesetzt worden? Ja, also wie gesagt, erstmal danke, dass ihr uns wieder so grandios unterstützt habt. Und der Heiler hat es eigentlich gesagt, wir haben dann ab der 40. Minute versucht, konsequent das umzusetzen, was wir vor dem Spiel gesagt haben, unter der Woche trainiert haben, was ihr wieder auf den 2A3 Zetteln bekommen habt. Wahrscheinlich hat sie wieder um der Hälfte gelesen. Und dann ab der 40. Minute haben sie, wir haben am Anfang die erste Halbzeit einfach nur Standhandball gespielt. Jeder hat den Ball im Stand angenommen, weitergespielt und jeder musste sich die Situation für sich persönlich selber versucht, den Vorteil zu erarbeiten. Und das hat nicht funktioniert, weil Wolfen eine sehr, sehr gute Offensive 5-1 gedeckt hat, was uns in Staßfurt schon Probleme in der zweiten Halbzeit gemacht hat. Und wir konnten es wieder nicht umsetzen, das zu spielen, was wir vorgeben. Und das hatten Jens und mich eigentlich in der ersten Halbzeit maßlos geärgert und bis zur 40. Minute auch maßlos geärgert, weil wir selbst in der Halbzeit, was wir nochmal an taktischen Vorgaben gegeben haben, die ersten 10 Minuten nicht umgesetzt wurde. Und dann haben wir einfach angefangen, vorne, jeder ist dem Ball in der Bewegung entgegengegangen, wir haben mehr miteinander gespielt und jeder hat nicht die 1-1-Situation gesucht. Und dann sind wir erfolgreich. Das war in Staßfurt so, das ist hier so gewesen und bis heute haben wir die 2 Punkte mitgenommen. Am Ende zum Glück, wobei das Spiel auch durchaus für Wolfen ausgehen kann oder unentschieden. Also da will ich mich nicht festlegen. Wir hatten heute halt den längeren Atem, weil ich glaube, die Wolfener Abwehr war sehr, sehr kraftraubend, die offensive Deckung. Und da hat der Tobi vor allen Dingen dann mit Marvin im Verbund und auch mit dem Ferenc und anderen ihre Routine relativ gut ausgespielt. Der Stefan am Kreis die Lücken gerissen und da waren die Lücken halt da. Wir haben es dann konsequenter genutzt. Eins möchte ich doch nochmal erwähnen. Ich muss heute nochmal hier den Marvin ganz einfach mal ins Spiel bringen, weil er hat in der Abwehr schon immer halbwegs gute Leistung gebracht. Das muss man sagen. Ohne ihn nicht wirklich, weil die Mannschaft steht im Mittelpunkt, das weiß jeder. Aber ich glaube, er hat das als solch auch im Angriff gemacht und das war auch eine kleine Überraschung für die Wolfener Spieler, die natürlich überhaupt nicht mit Marvin rechnen können. Der steigt da plötzlich hoch und kocht da drei so eine Dinger ein. Einfach nur vom Feinsten. Vorfreund Spitz, an dich nochmal die Frage: relativ oder immer knappe Niederlagen, zwei Tore. Wie versucht er jetzt, die Mannschaft wieder aufzubauen? Wie sind die nächsten Vorbereitungen, die nächsten Spiele? Was für eine Zielstellung? Noch mal ein ganz kurzes Ja, für uns war von vornherein klar, dass wir ein knallhartes Auftaktprogramm gehabt haben oder hatten. Abgesehen von Ziegelheim, das war ein Pflichtsieg, den wir Gott sei Dank auch eingefahren haben. Aber wenn ich jetzt sehe, in Freiberg, zu Hause gegen Dresden heute, dann waren das 3 Spiele, die kann man verlieren mit Sicherheit, das wussten wir vorher, aber wenn man die Spielverläufe in allen 3 Spielen sieht, dann sage ich, tut es natürlich verdammt weh, dass wir nicht mindestens aus den 3 Spielen 2 Punkte geholt haben. Ich will wissen, wir dann erinnern, in Freiberg führen wir 5 Minuten Verschluss, 24-21, dann machen die in 6-1, das geht nochmal gar nicht, 10 Sekunden Verschluss lassen wir noch den 7 Meter weg, dann hätten wir wenigstens den Punkt gerettet. Zu Hause gegen Dresden steht es bis zur 54. 25-25. Wir lassen in dieser Phase auch 2 Großchancen weg, dann machen die natürlich gleich 2 Tore und dann
gesagt, waren sie natürlich auch von der Psyche wieder im Vordergrund. Wobei natürlich Dresden ist für mich eine Spitzenmannschaft. Das haben wir auch gesehen, also die sind stärker als im letzten Jahr, aber trotzdem war es zu Hause möglich. Ja. Und heute brauche ich nichts zu sagen, hat jeder selbst verfolgt, sicherlich war auch was möglich. Und das tut natürlich weh, jetzt 3 Niederlagen in dieser Form knapp in Folge. Jetzt muss man natürlich die Mannschaft psychisch ausrichten in der nächsten Woche und muss jetzt Stück für Stück Spieltag von Spieltag neu ordnen, neu strukturieren und die Punkte holen, die normalerweise wir holen müssen. Aber in dieser Situation bei 2-6 Punkten ist es natürlich auch immer eine psychische Klemme, die drin steckt. Dann kommen leichte Mannschaften, dann denkt man, na gut, und dann wird es natürlich auch schwer. Und wer die Liga gut kennt, da brauche ich Ihnen nichts zu sagen. Sicherlich Biesteritz und Erfurt will ich mal jetzt nicht unterbewerten, aber das sind 2 Mannschaften, die sicherlich da unten zu finden sind. Aber dann der Drittvorletzte, das kann natürlich haarig werden. Also da sind 6-7 Mannschaften, die es treffen kann. Und wir wollen natürlich alles dafür tun, dass wir im nächsten Jahr wieder hier sind, dass wir uns wieder sehen und immer die Punkte holen, dass wir in der Klasse drinnen bleiben. Das ist, dazu ist die Mannschaft in der Lage, die Mannschaft ist gut aufgestellt, das sind junge Spieler. Die ist dazu in der Lage, aber eben diese Stabilität, das ist das Problem, jedes Wochenende diese Stabilität zu erreichen. Das, da müssen wir dran arbeiten. Dazu wünsche ich mir auch euch natürlich. Mario, nächste Woche. Alles klar, Wald Blankenburg, wir rufen, wir kommen. Es ist ja wirklich so, wir können eigentlich noch nichts verlieren. Das ist aber gerade vielleicht die Möglichkeit. Mario, eine nochmal kurz ein Statement dazu. Ja, nach Bad Langenburg ist das einfachste Spiel für uns. Der bekannte Manager oder Präsident von denen hat letztes Jahr gesagt, ihr werdet gegen uns nie gewinnen. Das kriegen die Spieler vor dem Spiel alle auf die Stirn geschrieben. Und dann werden wir dort über 60 Minuten hoffentlich eine kämpferisch, eine spielerisch super Leistung bringen und dann gucken wir, was möglich ist. Bad Langenburg ist nicht unschlagbar. Sie haben wichtige Probleme auch hinten raus, weil alle 9 Leute, danach kommt ein kleiner Abfall. Das war letztes Jahr so, wir hatten sie hier am Rand der Niederlage, da hat der Erik Zindermann den Unterschied gemacht. Wir haben sie dort knapp an der Niederlage gehabt, wo wir zur Halbzeit schon mit 8 hinten liegen und dann uns über Tempospiel sehr gut rankämpfen. Und schlagbar sind sie nicht. Wir gehen als klare Außenseiter dorthin, aber wir wollen versuchen natürlich dort auch was zu reißen. Wir haben 6-2 Punkte, einen super Saisonstart hätten wir mit dem Auftaktprogramm mit Übelsfelde, die auch derzeit unter Wert spielen. Stadtfort hätten wir auch gewinnen können, schlagen wir uns selber. Tja, aber das Spiel kam zur rechten Zeit in Stadtfort. Jeder weiß, dass es kein Selbstläufer ist und man sich Woche für Woche die Siege hart erarbeiten muss. Das geht im Training los. Wir haben mit der Mannschaft die Woche auch viel gesprochen, weil wir mit der Trainingseinstellung einfach nur völlig unzufrieden waren. Und wir haben es heute in den letzten 20 Minuten begonnen umzusetzen und das hoffen wir, dass es nächste Woche fortführt. Einer von dir nochmal als Spieler. Mario hat alles gesagt. Mario. Nochmals, die Wolfram, alles Gute, kommt gut nach Hause, schönen Dank und uns weiter viel Erfolg. Dankeschön, tschüssi, schönes Wochenende. Nächstes Wochenende aber Sonntag hier, die 2. gegen Goldbach, 19:30 Uhr.